Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf ZapHosting. Mein Name ist Raz und wir beide werden heute mal durch den Bestell- und den Einstellungsprozess eines Minecraft-Servers gehen, damit du als Admin des künftigen Servers genau weißt, was du tun kannst und was du tun solltest. Also, legen wir los. Sofern ihr schon einen Account bei ZapHosting habt, solltet ihr euch erstmal einloggen. In der weißen Auswahlleiste klicken wir einfach auf Game-Server und finden hier bereits den Minecraft-Vanilla-Server und einige weitere Minecraft-Mods. Da wir aber über wesentlich mehr Mods verfügen, als wir hier auflisten können, solltet ihr lieber rechts unten auf Entdecke unsere Game-Server klicken. Auf der folgenden Seite habt ihr die Wahl, ob ihr euch nun für einen Miet- oder einen Kaufserver entscheiden wollt. In diesem Video zeige ich euch allerdings nur den Miet-Server. Das Geheimnis der Kaufserver und warum ihr hier einiges sparen könnt, das verrate ich euch in einem anderen Video. Klicken wir also auf Game Server mieten. Wie bereits erwähnt, haben wir hier Unmengen voreingestellter Mods für euch. Um all diese Mods übersichtlich aufgelistet zu bekommen, scrollt einfach auf der Seite ein Stück runter zum Minecraft-Sammelordner. Hier bieten wir euch, sortiert nach den unterschiedlichen Launchern, alle verfügbaren Mods. Für dieses Video werde ich allerdings einen normalen Minecraft Vanilla Server buchen. Ein Klick auf das Card-Symbol bringt euch auf die Konfigurationsseite. Hier stellt ihr euren Server entsprechend euren Bedürfnissen ein. Gehen wir die Punkte mal fix durch. Der Standort. Abhängig von eurem Wohnort solltet ihr euch hier für einen Serverstandort in eurer Nähe entscheiden. Denn je näher der Server, desto geringer der Ping. Slots. Hier konfiguriert ihr die Anzahl der möglichen Mitspieler auf eurem Server. Alles von 4 bis 500 ist hier möglich und wir geben euch basierend auf der von euch gewählten Zahl eine bestimmte Menge an RAM. Bei 4 Slots sind das zum Beispiel 2 GB RAM. Solltet ihr viele zusätzliche Mods installieren wollen, empfiehlt es sich unter RAMBoost zusätzlichen RAM zu buchen. Auch bei einer hohen Anzahl an Mitspielern ist das äußerst ratsam. CPU. Unsere Systeme sind mit hochwertiger Hardware ausgestattet. Solltet ihr dennoch etwas mehr Leistung wünschen, könnt ihr euch für unsere Premium-Hardware entscheiden. Wir bieten euch hier schnelle SSDs und halten die Hardware eures Systems auf unter 40% Auslastung, damit euer Server ruckel- und lagfrei läuft. IP. Bei ZapHosting könnt ihr jederzeit mit nur wenigen Klicks das Game auf eurem Server wechseln. Gerade für Minecraft-Server ist das häufig der Fall. Solltet ihr keine eigene IP wählen, wird sich bei einem Wechsel von Vanilla auf zum Beispiel Feed the Beast eure IP-Adresse ändern. Organisatorisch ist das manchmal etwas lästig, kann hier aber gegen einen kleinen Aufwand umgangen werden. Kunden mit gebuchter IPv4-Adresse behalten ihre IP nach dem Wechsel und erhalten von uns zusätzlichen DDoS-Schutz durch die Verwendung der Standard-Game-Ports. Zu guter Letzt Abrechnungsart und die Laufzeit. Prepaid-Server müssen jeden Monat manuell verlängert werden. Vertragsserver hingegen verlängern sich automatisch und sind etwas günstiger. Unter Laufzeit könnt ihr für die Prepaid-Server vorab die gewünschte Laufzeit aussuchen und natürlich schon bezahlen. Ähnliches gilt auch für die Vertragsserver. Zum Schluss sucht euch einfach eure bevorzugte Zahlungsmethode aus und bestätigt den Kauf. Innerhalb der nächsten 60 Sekunden richtet unser System euren Server ein. In seltenen Fällen kann diese Einrichtung auch etwas länger dauern, je nachdem, wie viel bei uns gerade gebucht wird. Diese Wartezeit könnt ihr aber gut dafür nutzen, indem ihr den 10% Rabattcode nutzt, den wir euch auf der rechten Seite schenken. Ihr könnt damit zum Beispiel einen TeamSpeak-Server mieten, damit ihr euch mit euren Freunden auf eurem neuen Minecraft-Server unterhalten könnt. Sobald euer Server in unserem System eingerichtet ist, wird er für euch in eurem Webinterface gelistet. Zum Webinterface kommt ihr über den Bildschirmbutton am oberen Bereich. Und so sieht das Webinterface eures Minecraft-Servers aus. Ihr findet hier nicht nur alle serverrelevanten Informationen zum Zustand und Aktivität, sondern habt hier auch Zugriff auf alle Steuerungsmodule. Links haben wir alles für euch übersichtlich unterteilt in Informationsbereiche, Einstellungsoptionen und Werkzeuge. Gehen wir die mal im Detail durch. Unter Informationen findest du alle Daten und Fakten zu deinem Server.
Neben Statistiken und Ereignissen findest du hier auch das ZAP-eigene Feature Minecraft Map. Hier haben wir für dich ein Gimmick eingebaut, das einige Plugins zur grafischen Darstellung deiner Welt überflüssig macht. Das Webinterface übernimmt den Job von Minimap-Plugins und erstellt dir eine übersichtliche Karte deines Servers. Dadurch entlastest du nicht nur deinen Server um mindestens ein Plugin, sondern ersparst dir auch einigen Stress. Darunter befindet sich auch die Live-Konsole, den Ort, an dem du dich und Mitspieler deiner Wahl zum Admin machst. Und wie das genau geht, verrate ich dir jetzt. Damit du dich zum Admin machen kannst, solltest du deinen Server starten und dich auf ihm einloggen. Sobald du die Welt betreten hast, wirst du in der Konsole deinen Namen sehen. Gib nun hier /op und deinen Namen ein. Und das System wird dich zum Admin des Servers machen. Alle weiteren Commands, die für dich nun einsetzbar sind, haben wir für dich in den nächsten Tagen unter Fragen und Antworten gelistet. Ebenso unter der Serverkonsole. Die Einstellung. Wie der Name schon sagt, kannst du hier Änderungen an den Einstellungen deines Servers vornehmen. Besonders unter Config findest du einen wichtigen Ort, um deinen Server anzupassen. Normalerweise benötigt man für Änderungen am Server ein FTP-Programm, das dir die Kommunikation mit deinem Server ermöglicht. Wir bei ZAP ersparen dir das Programm und lassen dich direkt über das Webinterface wie mit einem Textprogramm Änderungen an deinem Server vornehmen. Achtung! Achte vor der Bearbeitung aber darauf, dass dein Server offline ist. Es könnte sonst zu Störungen oder Datenverlust kommen. Editiert einfach die Server.properties und legt fest, in welchem Game-Mode Nutzer spielen können, wie groß die Welt sein soll und so weiter. Spiele. Okay, ihr habt Vanilla gebucht, möchtet aber doch irgendwann lieber Feed the Beast zocken? Absolut kein Thema. In diesem Menü könnt ihr euch entsprechend des gezahlten Slotpreises auf ein anderes Game wechseln. Sobald ihr euch für eine der kostenlosen Optionen entschieden habt, installiert das Spiel automatisch alle erforderlichen Daten. Das Schöne dabei? Die Daten eures alten Servers bleiben im System erhalten. Solltet ihr also in 2 Wochen wieder auf Vanilla wechseln wollen, ist alles wieder wie zuvor. Ebenfalls hier zu finden, die Version. Manch ein Plugin ist nicht mit jeder Version von Minecraft kompatibel. Welches die aktuellste Minecraft-Version ist und welche Version euer Server hat, könnt ihr hier bearbeiten. Ihr könnt sogar automatische Updates einrichten, sofern ihr immer die aktuellste Version spielen wollt. Werkzeuge, der FTP-Browser. Neben den Unmengen an Mods, die ihr bei uns mit nur einem Klick installieren könnt, haben wir obendrein einen FTP-Browser in unserem Webinterface. Dieser erlaubt euch vollen Zugriff auf die Daten eures Servers, damit ihr auch eigene Mods installieren könnt. Ein externes Programm ist hier also nicht mehr notwendig. Backups. Egal ob Griefer, eine Zeitreise oder sonstige Gründe, es ist immer wichtig, Speicherstände eures Servers anzulegen, um diese bei Bedarf wieder laden zu können. Mit jedem bei uns gebuchten Server schenken wir euch 10 GB Backup-Speicher, was wirklich für eine Menge Backups reicht. In diesem Menü solltet ihr deshalb ein automatisches Backup einspeichern, damit ihr im Notfall nicht mehrere Wochen Arbeit verliert. So, ihr seid fertig für das Abenteuer. Also, startet euren Server, joint ihm, macht euch zum Admin und dann kann das Abenteuer beginnen. Solltet ihr aber jetzt schon wissen, dass euer Abenteuer wesentlich länger dauern wird, dann lege ich euch ernsthaft die Minecraft-Kaufserver ans Herz. Als bislang erster Anbieter garantieren wir euch nämlich einen lebenslangen Minecraft-Server. Details dazu findet ihr bei uns auf der Webseite oder im bald kommenden Video dazu. Jetzt aber viel Spaß mit eurem Server und macht's gut!